Was machen wir heute? Die wunderbare Liz, Systemintegratorin bei Port Zero, hält heute einen Vortrag über WireGuard. Also wunderschöne Alternative zu den ganzen alten Sachen, die wir mal benutzt haben, IPsec und Co. Und damit würde ich sagen, fängst du an. Ja, hallo. Ich wurde schon vorgestellt, ich bin Liz. Und ich halte heute einen Vortrag über WireGuard. Also WireGuard ist ein recht neueres Protokoll zu VPNs, wenn das überhaupt nichts sagt. Aber ihr solltet alle die Beschreibung vom Talk gelesen haben. Genau, also mein voller Name ist Alissa Gerhardt, ich nutze sie, ihr Pronomen. Und ich habe eigentlich so 2014 bis 2019 im Bereich Future Internet geforscht. Erst in Kaiserslautern als Hiwi und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT. Und seit 2020 bin ich eben Systemintegratorin bei Port Zero. Und so diese Schnittstelle zwischen Systemintegration und Netzwerk, da ist VPN halt so das obvious Thema, über das ich jetzt reden kann. An der Stelle will ich kurz einen Dank an meinen Arbeitgeber aussprechen, der mich tatsächlich dafür bezahlt hat, diesen Vortrag vorzubereiten. Ich rede heute, also ich rede über WireGuard, obviously. Ich fange an mit einem kurzen Überblick darüber, was WireGuard überhaupt ist, gehe danach kurz darauf ein, wie man sehr schnell mit ein paar Zeilen Code WireGuard zwischen zwei Rechnern zum Laufen bekommt. Gehe danach ein bisschen mehr näher auf das Protokoll ein und im Anschluss werde ich dann noch kurz über die Performance davon sprechen und auch, wie man das Ganze in einem etwas größeren Stil administrieren würde. Und genau, WireGuard ist ein vergleichsweise neues VPN-Protokoll. So die ersten fertigen Spezifikationen, die man findet, sind so von 2018. Es basiert vollständig auf UDP, es ist eigentlich auch vollständig Peer-to-Peer und ist ein kryptografiezentrierter Ansatz, sprich die Kryptografie ist einfach so tief in dieses Protokoll reingebaut, dass man sie nicht wirklich weglassen könnte. WireGuard funktioniert verbindungslos, das hat so Vorteile, dass es Roaming unterstützt, also Clients, die ihre IP-Adresse ändern und auch andere Formen von Verbindungsabbrüchen auf Seiten von Hosts einfach überlebt und sobald Verbindung wieder da ist, die bestehende Kommunikation einfach fortgesetzt wird. Das heißt, irgendwie die Interfaces auf den Endgeräten zum Beispiel gehen nicht verloren, die bleiben da. Und es ist immer noch ein etwas merkwürdiges Erlebnis, im Büro meinen Laptop zuzuklappen und dann den im Zug wieder aufzuklappen und immer noch SSH-Verbindungen und Ähnliches auf die Server zu haben. Und die Session-Neuverhandlung dabei funktioniert dadurch eben komplett transparent und die Anwendungen bekommen das wirklich nicht mit, dass da was passiert ist, außer eben, dass zwischendurch ein bisschen Paketverlust war. WireGuard minimiert außerdem die Angriffsfläche, die es bietet. Das heißt, es ist einerseits unsichtbar in Portscans, weil es eben einfach nicht antwortet auf nicht authentifizierte Nachrichten. Es hat einen eingebauten Schutz gegen Denial of Service und es hat auch einen Replay-Schutz. Und wurde 2020 auch in den Linux-Kernel integriert, was eben den Vorteil gibt, dass es im Kernel-Space läuft und dadurch starke Performance-Vorteile hat gegenüber vielen anderen Anwendungen. Das Zentrale, was man verstehen muss, wenn man WireGuard zumindest administriert, ist das sogenannte Crypto-Key-Routing. Das bedeutet, dass Peers anhand ihres statischen Public-Keys identifiziert werden und eben jede Nachricht von ihrem Sender jeweils authentifiziert ist. Und jeder Peer pflegt dabei eine Tabelle von anderen Peers. Diese Tabelle hat drei Spalten. Das ist einerseits der Public Key, beziehungsweise die ID des entsprechenden Peers, dann die erlaubten IP-Adressen oder eine Liste von erlaubten IP-Adressen oder Adressräumen und, sofern bekannt, ein Internet-Endpunkt. Könnte jemand die Tür zumachen? Dankeschön. Und man sieht schon, das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Routing-Tabelle, in der letztlich Ziel-IP-Adressen oder Ziel-IP-Adressräume stehen und der nächste Hop dahin. Und genauso funktioniert das auch. Also es ist einerseits die erlaubten IPs, von denen diese Peers senden dürfen, aber auch gleichzeitig gibt diese Tabelle an, in welche Richtung die IPs dann auch in welche Richtung diese IP-Adressen auch erreichbar sind. Und eine wichtige Sache an der Stelle ist noch, dass immer wenn eine Nachricht empfangen wird und die Sender-IP-Adresse abweicht, wird der Internet-Endpunkt an der Stelle geupdatet. Das heißt also, dass wirklich an der Stelle werden eben Geräte identifiziert und nicht die User oder so.
Und wenn ein Gerät mobil ist, sobald es von der neuen IP-Adresse sendet, dann wird der andere Host diese IP-Adresse bei sich selbst updaten. Um schnell ein WireGuard VPN selbst zum Laufen zu bekommen, muss man es zunächst mal installieren. Das ist bei Linux recht einfach, also man benötigt Kernel 5.6 oder höher, das ist so 2020, also auf halbwegs aktuellen Systemen hat man das. Und dann installiert man sich ein entsprechendes Paket der eigenen Distribution, das heißt meistens WireGuard Tools. Das stellt vor allem das Tool WG bereit und wer Netzwerke kennt, kennt auch das Tool IP bei Linux und letztlich reichen die beiden Tools aus, um WireGuard zu konfigurieren. Üblicherweise wird aber noch das Tool WG-Quick verwendet, das es eben ermöglicht, die gesamte WireGuard-Konfiguration in eine einzige Konfigurationsdatei zu packen und dann auch über Systemd direkt zu steuern, also zu starten, zu stoppen, reloaden und so weiter. Unter macOS, iOS, Android und Windows gibt es in der Regel grafische Clients, also die bekommt man auf WireGuard.com. Die ermöglichen das Ganze in der GUI zu verwalten, also es gibt hier einen Edit-Button oder auch hinzufügen, entfernen und so weiter. Dann bekommt man einen Editor, der von diesem Tool zur Verfügung gestellt wird. Das ist nicht ganz so ins System integriert, es gibt auch andere Optionen und über Homebrew bei Mac bekommt man auch direkt WG und WG-Quick wieder. Aber der übliche Weg, den ich in der Regel verwende, weil ich auf meinen Endgeräten eigentlich keine komplexe Konfiguration brauche und der auch so vorgeschlagen wird, ist eben über diese grafischen Tools zu gehen. Wenn man das Ganze installiert hat, dann kann man die von WireGuard eingebauten Funktionen nutzen, um Private und Public Key zu generieren. Das sind letztlich zwei Befehle, einmal GenKey und einmal, also WG GenKey und WG PubKey. Der Public Key lässt sich eben vollständig aus dem Private Key herleiten. Das hier ist eine etwas schreckliche Art, mit Geheimnissen umzugehen. Was man eher macht, ist, dass man die nicht auf dem Bildschirm anzeigt, sondern direkt in Dateien speichert. Und an der Stelle sieht man auch, dass es auch, wie es Unix üblich ist, eben einfach Standard-Input, Standard-Output nutzt, um damit umzugehen, parametrisiert zu werden und so weiter. Und das lässt sich eben recht gut auch in andere Tools oder Frameworks etc. einbinden. An der Stelle merkt man auch, dass das Ganze nicht wirklich parametrisierbar ist. WireGuard schreibt nämlich die Kryptographie, die verwendet wird, vollständig vor. Und da hat man als User nicht wirklich, also gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwas auszusuchen. Einfaches kleines Server-Setup sieht dann so aus. In dem Setup können Clients mit dem Server kommunizieren, aber es ist nicht wirklich eingerichtet, dass der Server Pakete weiterleitet oder sonst was. In dem Fall haben wir eben einen Client, der mit dem Server reden kann. Der Server hat mehrere Clients. Und die minimale Konfiguration besteht eben aus diesem Interface und einem Peer. Das eigene Interface beschreibt der Server sich eben, indem er einerseits die Interface-Adresse festgelegt wird, der Private Key in der Config steht und noch ein UDP-Port angegeben wird, auf den der Server hören soll. Und dann hat der Server noch eine Liste von Peers, die jeweils an ihrem Public Key identifiziert werden und eben ihre erlaubten IP-Adressen haben. Und der Client in dem Fall ist eigentlich genauso konfiguriert. Der eigentliche Unterschied hier ist, dass eben nur der Server als Peer eingetragen ist. Man könnte jetzt natürlich diesen zweiten Peer, den der Server kennt, auch noch bei dem Client eingeben und dann könnten alle drei miteinander reden, vorausgesetzt, dieser zweite Peer hätte auch noch die entsprechenden Public Keys autorisiert. Wenn man sich eine Weiterleitung dann einrichten möchte, dass die Clients untereinander kommunizieren können und auch, dass der Client vielleicht in das private Netz vom Server weitergeleitet wird. Das heißt also, man hat einen Server, der hat ein privates Netz, wie man es beim VPN üblicherweise hat, und hat da mehrere Clients, die auch da reinsprechen wollen. Dann lässt es sich recht einfach handhaben, indem man wirklich mit IP-Tables einfach das Forwarding konfiguriert. Dazu stellt in dem Fall WG-Quick diese Hooks Post-Up und Post-Down zur Verfügung. Das können beliebige Kommandos sein, die man eben in eine Shell auch geben könnte. Das kann auch ein Bash-Skript sein oder was auch immer man bräuchte. Und genau, wichtig an der Stelle ist, dass im Client dann auch vermerkt sein muss, dass der Server
ein ganzes Subnetz hat und nicht nur eine einzige IP. Das heißt, worauf man achten sollte, ist, dass man einfach die richtige Subnetzmaske noch mit angibt. Für einen Volltunnel VPN ist letztlich die Config auch wieder ähnlich. Die gesamte Konfiguration davon passiert, wie gesagt, im Betriebssystem. Das heißt, die IP-Tables-Kommandos werden hier ausgetauscht, dass man eben Netting einrichtet. Und beim Client, damit er eben wirklich Full-Tunnel ist, muss die wirklich 0.0.0.0/0 angegeben werden, um eben wirklich alle Pakete über dieses Interface zu leiten. So, das bringt mich dann jetzt dazu, wie dieses Protokoll überhaupt funktioniert. Q&A ist später. Die Kryptographie ist, wie gesagt, vollständig festgelegt. Es hat ein paar Vorteile. Es ist einerseits sehr einfach damit, die Auswahl von Cypher-Suits zu implementieren. Es vermeidet auch einfach Downgrade-Angriffe, weil es nichts gibt, wohin irgendein Peer einen Downgrade akzeptieren würde. Und auch unsichere Fehlkonfigurationen, die Admins oder auch User vornehmen könnten, werden damit einfach ausgeschlossen. Der Nachteil an der Stelle ist natürlich, dass User ihre eigene Krypto nicht austauschen können. Die genaue Kryptographie, die verwendet wird, ist eben Diffie-Hellman auf elliptischen Kurven für die Schlüsselaushandlung. CHA-CHA20 für die symmetrische Verschlüsselung, das hat eine Schlüssellänge von 256 Bit. Und eben Black-2 fürs Hashing und Message Authentication Codes. Angewendet werden die eben so, dass einerseits statische und kurzlebige Schlüsselpaare für einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch verwendet werden. Das heißt, man hat Perfect Forward Secrecy. Dabei werden die statischen öffentlichen Schlüssel nie direkt übermittelt. Das bedeutet, dass die Identität der beiden Peers wirklich verschleiert ist für alle, die mithören würden. Sofern die IP-Adresse eben auch nicht zuordnenbar wäre. Und optional unterstützt es auch die Möglichkeit, noch einen symmetrischen Pre-Shared-Key zu verteilen. Da hat man eben das Problem, diesen Schlüssel zu verteilen. Die Idee davon ist aber, dass man jetzt schon Quantenangriffen gegen asymmetrische Verfahren vorbeugen könnte. Die Begründung dahinter ist eben, dass zum Beispiel staatliche Agencies einfach die WireGuard-Kommunikation aufzeichnen könnten und die Hoffnung dahinter ist, dass der eigentliche Schlüsselaustausch aber längst verloren ist, bis eben Quantencomputer wirklich einsetzbar sind, diese Quantenangriffe realisierbar. Das Protokoll hat so ein paar Grundsätze. Generell basiert es auf dem IK-Pattern von dem Noise-Protokoll-Framework, wem das was sagt. Da werde ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil das ist ein bisschen wenig Zeit gerade. Alle Nachrichten sind grundsätzlich authentifiziert. Also die Handshakes, die stattfinden, werden eben durch die Public Keys ihrer Sender jeweils authentifiziert und Payload wird dann durch den symmetrischen Sitzungskey, der aus dem Handshake ausgehandelt wird, authentifiziert. Und das bedeutet eben, dass WireGuard wirklich alle Nachrichten, die nicht authentifiziert sind, verwerfen kann. Das hat eben Vorteile, wie zum Beispiel, dass DOS-Angriffe vermieden werden, wie zum Beispiel TCP-Syn-Flooding sollte bekannt sein, also dass einfach, wenn sehr viele Syn-Pakete zu einem TCP-Socket kommen, dass eben sehr viel Arbeitsspeicher allokiert wird auf dem Server, was den Server letztlich in die Knie zwingen kann. Indem einfach alle Nachrichten von unbekannten Quellen verworfen werden, vermeidet man diese Art von Angriffen. Und auch Portscans können das nicht finden, weil um diesen Port eben in einem Portscan sichtbar zu machen, bräuchte man schon Wissen darüber, welche Public Keys überhaupt erlaubt sind bei dem Server. Sessions werden immer on demand aufgebaut. Das heißt, wenn eine Anwendung ein erstes Paket in das Netz schicken möchte, dann ist es unter Umständen eine Roundtrip-Time-Verzögerung für die Anwendung, bis dieses Paket tatsächlich ankommt. Das ist nicht allzu viel und ist für die Anwendung in der Regel nicht merkbar. Und danach wird immer genau ein IP-Paket pro UDP-Datagramm versendet. Das UDP zu verwenden für VPNs bringt den Vorteil, dass die Pakete den grundlegenden Eigenschaften des Netzes erstmal unterliegen. Also es gibt Paketverlust, es gibt Paketvertauschungen und so weiter.
Anwendungen sind sowieso geschrieben, dass sie sich dagegen schützen können, wenn sie es brauchen. Und in manchen Fällen ist TCP tatsächlich ein großer Nachteil, wie zum Beispiel im Fall von Internettelefonie oder so, wo es eben wichtig ist, dass Pakete eher rechtzeitig ankommen und es weniger wichtig ist, dass wirklich alles durchkommt. Genau, Datagramme werden immer an die letzte bekannte IP-Adresse des Peers gesendet, das habe ich schon erwähnt. Und was auch zu beachten ist noch, dass einfach eigentlich so ungefähr alle 2 Minuten der symmetrische Schlüssel durchgewechselt wird. Das heißt, etwa alle 2 Minuten findet ein neuer Handshake statt und es wird auf einen neuen Key damit gewechselt. Grundsätzlich funktioniert das Protokoll eben so, dass ein Handshake durchgeführt wird und danach Daten übertragen werden können. Dabei heißt der Peer, der das Ganze initiiert, eben Initiator und der andere Peer heißt Responder. Es gibt einen Zwei-Wege-Handshake und danach können Daten übertragen werden. Beim Handshake geht es letztlich darum, erstmal einen gemeinsamen Zustand durch 2 Nachrichten herzustellen. Das Ganze basiert auf einem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, aber es werden durch Diffie-Hellman nicht direkt die symmetrischen Schlüssel ausgetauscht, sondern dadurch wird nur über mehrere kryptografische Schritte, bei denen ich selbst noch nicht so 100% durchgestiegen bin, ich bin jetzt nicht unbedingt Expertin, was Kryptografie angeht, aber es findet eben Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch quasi statt, aber letztlich wird einfach nur dadurch ein gemeinsamer Zustand erzeugt, der dann genutzt wird, um daraus 2 symmetrische Schlüssel abzuleiten. Und 2 Schlüssel einfach, dann gibt es eben einen für jede Kommunikationsrichtung. Ich habe hier jetzt nochmal die genauen Rahmen aufgezeichnet, hingeschrieben. Letztlich Initiator zu Responder, also die erste Nachricht im Handshake, hat erstmal eine Sender-ID, die man zum Beispiel auch, die an der Stelle vom Sender eben ausgewählt wird. Das ist die, das kennt man zum Beispiel auch von IPsec in SPI. Dann wird der flüchtige Public Key übertragen und ab dann werden eben schon Nachrichten verschlüsselt bzw. authentifiziert über AAD. Und das eine ist eben einfach ein statischer Wert, der aber an der Stelle durch Diffie-Hellman schon abgesichert wird und danach der Timestamp, der nochmal mit einem zweiten Diffie-Hellman-Austausch nochmal abgesichert wird. 2 Diffie-Hellmans einfach, indem einmal der flüchtige Key und einmal der statische Key verwendet wird. Und das Ganze wird dann noch mit üblicherweise einer MAC abgesichert. Der zweite Message Authentication Code ist in der Regel leer, es sei denn, es kommt zu einem Cookie-Response, da komme ich gleich noch drauf. Und die Nachricht vom Responder zum Initiator basiert letztlich auf dem gleichen Prinzip, bloß dass dabei eben sich die genauen Werte, die übertragen werden, ein bisschen unterscheiden. Timestamp übrigens deshalb, um Replay-Angriffe zu verhindern. Datenübertragung dabei ist dann recht einfach. Das Ganze ist symmetrisch verschlüsselt, womit Vertraulichkeit und Authentizität der Daten gegeben ist. Dabei wird, wie gesagt, genau ein IP-Paket pro UDP-Datagramm gegeben und dazu gibt es auch noch einen Counter, der nochmal Replay-Angriffe vermeidet. Wobei dabei eben der Empfänger jeweils ein Fenster von vergangenen Countern auch noch mit akzeptiert. Das ist einfach deshalb notwendig, weil eben Paketvertauschungen stattfinden können und man eventuell verwertete Pakete immer noch akzeptieren möchte und nicht sofort verwerfen. Für die Mitigation von DOS-Angriffen gibt es einen Cookie-Mechanismus, der ist optional, den sollte der Responder eben nutzen, wenn er unter Last ist. Die Cookies sind dabei so gestaltet, dass sie keine Zustandshaltung erfordern und das Ganze funktioniert eben, indem auf die erste Handshake-Initiation, die vom Initiator kommt, eine Cookie-Reply vom Responder gesendet wird. Diese Cookie-Reply enthält letztlich hauptsächlich ein Cookie, das eben aus Teilen der Informationen aus der Handshake-Initiation gebildet wird. Und der Sender sollte daraufhin nochmal eine völlig neue Handshake-Initiation starten, also mit anderen Keys, die dann eine MAC2 enthalten, eben die auf dem Cookie basiert.
Und der Responder kann sich daraus wieder den Cookie dann herleiten und dann überprüfen, ob die MAC 2 korrekt gesetzt ist. Und wenn sie korrekt gesetzt ist, dann den Handshake nochmal fortsetzen. Es gibt, wie gesagt, eine Key Rotation, die funktioniert so, dass eben alle 2 Minuten eine neue Session gestartet wird. Dabei ist der Initiator dafür verantwortlich, einen neuen Handshake durchzuführen. Die Keys der letzten Sitzung bleiben dabei aber immer noch gültig für quasi eine weitere Runde, damit eben wieder Pakete, die immer noch in Transit sind, also die eventuell verspätet ankommen oder so, noch empfangen werden können. Das bedeutet, die Session bleibt eben nicht nur für diese 2 Minuten gültig, sondern noch mal 2 Minuten länger. Die zweite Sache an der Stelle ist, dass der Responder, nachdem er seine Handshake-Response gesendet hat, keine Bestätigung vom Sender bekommen hat, dass diese Nachricht angekommen ist. Und das heißt, der Responder muss noch seine alten Keys benutzen, bis er zum ersten Mal ein Paket vom Sender mit einem neuen Key empfängt. Das bedeutet, dass der Responder noch zusätzlich eine zukünftige Session halten muss. Und insgesamt sind deshalb bis zu 3 Sessions immer im Speicher pro Kommunikationspaar. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, also Handshakes, Nachrichten können verloren gehen, deshalb gibt es Timeouts, die sind auf 5 Sekunden gesetzt. Der Autor vom White Paper verweist selbst darauf, dass diese 5 Sekunden erstmal arbiträr gesetzt sind und in der zukünftigen Arbeit ermittelt werden müsste, was ein sinnvoller Wert an der Stelle ist und ob man vielleicht auch Exponential Backoff oder Ähnliches verwendet. Und nach diesen 5 Sekunden wird eben ein neuer Versuch vom Initiator durchgeführt und dieser neue Versuch sollte auch wieder ein völlig neues Set an Schlüsseln enthalten. Und dann eben mit den neuen Keys durchgeführt werden. Es gibt außerdem einen Keep-Alive-Mechanismus, der eben sicherstellt, dass regelmäßig Nachrichten übertragen werden und dadurch Verbindungsabbrüche erkannt werden. Eine Keep-Alive-Nachricht ist im Prinzip einfach eine normale Datennachricht, aber die eben ohne Payload übertragen wird. Und die wird pro Richtung nach 10 Sekunden ohne Datenübertragung durchgeführt. So, jetzt gehe ich noch kurz auf die Performance ein. Performance-Eigenschaften von WireGuard sind eben einerseits, dass es im Kernel-Space ist, was es WireGuard erlaubt, deutlich schneller auf Pakete zu reagieren und eben einfach halt die Performance-Vorteile von Kernel-Space nutzen kann. Und WireGuard hat eine Chiffre, die parallelisierbar ist, was zum Beispiel ein großer Vorteil gegenüber OpenVPN ist. Was eben bedeutet, dass wirklich Multithreading und auch mehrere, also eigentlich alle Prozessorkerne gleichzeitig genutzt werden können, was gerade bei schnellen Verbindungen durchaus relevant ist, wo OpenVPN zum Beispiel große Probleme hat. Das ist jetzt die Performance-Messung, die von den Autoren von WireGuard selbst durchgeführt wurde. Letztlich ist das ein Gigabit-Link, bei dem IPERF3 über 30 Minuten laufen lassen wurde und ein Mittel gebildet wurde. An der Stelle ist noch zu sagen, dass OpenVPN im UDP-Mode läuft und man sieht 2x IPsec. Dabei wurde das gewählte CipherSuite im Prinzip einmal an WireGuard und einmal an OpenVPN angepasst. Was im Ergebnis wird aus irgendeinem Grund nur der Durchsatz besprochen, bei dem man eben sieht, dass WireGuard das Gigabit eigentlich fast vollständig ausnutzen kann, während OpenVPN schon so bei 250 Megabit pro Sekunde in die Knie geht und IPsec auch nicht das Ganze vollständig ausnutzen kann. Dabei wird eben erwähnt, dass OpenVPN und IPsec auf 100% CPU-Auslastung gelaufen sind während diesem Test, während WireGuard deutlich darunter lag. Es ist auch zu sehen, dass die Pingzeit bei WireGuard deutlich geringer ist als bei OpenVPN. Es wird nicht wirklich darauf eingegangen, warum das der Fall ist. Was die Administration von WireGuard angeht, ich bin eben schon darauf eingegangen, wie das Ganze funktioniert. Letztlich ist das große Problem eben, dass man Key Exchange braucht. Und wenn man selbst ein internes Netz verwaltet, wo man Zugriff zu allen Geräten hat, ist dieser
ist das Verteilen von Public Keys kein großes Problem. Und WireGuard gibt dabei eben den Vorteil, dass es zustandslos ist und deshalb wirklich sehr stabil funktioniert. Und eben, wenn es konfiguriert ist, wenig Wartungsaufwand hat, dass irgendwelche Verbindungen abbrechen, die dann automatisch neu gestartet werden müssen, was manchmal fehlschlägt und so weiter, das passiert in WireGuard eher, also ist mir noch nicht passiert, seit ich es nutze. Und meine Erfahrung ist auch, dass es dadurch eben eine recht einfache Lösung ist, wirklich mehrere geschlossene, also interne Netze zu verbinden. Ich nutze das jetzt so im Berufsleben vor allem, um die internen Netze zwischen verschiedenen Cloud-Providern zu einem großen internen Netz zusammenzuschließen, und auch das funktioniert in meiner Erfahrung sehr stabil. Schwieriger wird das Ganze, wenn man ein VPN mit vielen Usern verwalten möchte, weil gerade so in einem Unternehmensszenario hat man auch vor allem viele nicht-technische User, und man kann im Optimalfall überträgt man keine Private Keys, und wenn man keine Private Keys übertragen will, hat man eben das Problem, dass die User erstmal ihren Private und Public Key überzeugen müssen, dann den Public Key übergeben müssen und man dann eben noch eben diesen Peer registrieren kann und gleichzeitig dem User eine Config geben muss. Das erfordert recht viel Interaktion zwischen dann Admins von dem entsprechenden Netzwerk und den einzelnen Usern. Und vor allem, wenn die User wenig Erfahrung haben, dann gibt es eben recht viele Stolperfallen. Zum Beispiel eben genau die Tatsache, dass die Private Key in der Konfiguration steht. Das heißt, ohne irgendwie einen Wizard oder eine Benutzeroberfläche, die das Ganze, die diesen Prozess erklärt, ist es schwer, muss man Usern irgendwie vermitteln, dass sie erst einen Teil der Config erzeugen, dann den Public Key daraus bekommen müssen und so weiter. Und genau, wie gesagt, an der Stelle einfach, es ist sehr viel Interaktion, die dafür notwendig ist. Dazu kommt eben, dass viele User eventuell Private-Public Keys so als Konzept nicht verstehen und dabei versehentlich ihre Private Keys kompromittieren oder in ähnliche Stolperfallen damit tragen, vor allem, weil das Ganze ist eine Config-Datei und in der steht ein Private Key drin. Unerfahrener Nutzer wird vielleicht öffentlich nach Hilfe fragen, warum es nicht funktioniert, und dabei eine Config posten, in der Private Key drin steht. Und die dritte Stolperfalle, die ich auch sehe, ist, dass eben Geräte und nicht User authentifiziert werden. Die meisten User aber erwarten, dass, wenn sie ihre Konfiguration von einem Gerät auf das andere übertragen, das reibungslos funktioniert. Das funktioniert auch, wenn man nur ein Gerät gleichzeitig verwendet, aber wenn man beide Geräte gleichzeitig verwendet, kommt man eben in den Fall, dass jedes Mal, wenn ein Gerät Daten gesendet hat, plötzlich eine neue IP-Adresse beim Server angekommen ist und die Kommunikation, die zwischen dem anderen Gerät und dem Server ist, plötzlich unterbrochen wird, nicht mehr funktioniert. Und dadurch eben auch ständig neue Keys und Sitzungen ausgehandelt werden müssen. Es gibt zur Administration mehrere Frontends. Dazu sind so die bekanntesten WG-UI, WireGuard-UI und Subspace. Der Screenshot rechts ist von WG-UI. Üblicherweise verwalten die gesamte Client-Config inklusive Private Key. Das ist meiner Meinung nach kein großes Downgrade zu dem, was aktuell passiert, wo meistens bei OpenVPN, wenn es auch mit Zertifikaten genutzt wird, meistens der Key direkt mit ausgeliefert wird und man eben schaut, dass man verschlüsselt dann die gesamte VPN-Config überträgt. Allerdings nimmt es eben genau den Vorteil wieder raus, dass man eben bei WireGuard Private Public Key hat und man es eigentlich nicht übertragen müsste. Also in diesem QR-Code ist tatsächlich die gesamte Config drin als Datei, die man so dann direkt abspeichern könnte. So, das sind meine Quellen und damit bin ich fertig. Ich bedanke mich und würde dann jetzt auch zum Q&A wechseln. Wunderbar, geil. Also, vielen lieben Dank für den Talk erstmal. Wer hatte eine Frage? Hand hoch und ich komme mit dem Mikro rum. Wunderbar. Darf ich ganz vorne anfangen? Ist okay für dich? Ja, wunderbar, dann fangen wir ganz vorne an. Hallo, ich bin der Axel. Hört man mich auch? Die Frage, den Namen brauchst du. bei der einen Folie, da habe ich mich gefragt, ob die Konfiguration jetzt für den Fall war, dass der Client sein Netzwerk zur Verfügung stellt oder umgekehrt. Bei der hier? Genau.
Genau, also hier stellt der Server sein Netz zur Verfügung. Der Server ist derjenige, wo eben IP-Tables konfiguriert wird, dass eine Paketweiterleitung stattfindet zwischen dem Interface von WireGuard, also dieses minus i, Prozent i. Prozent i ist ein Placeholder für das Interface von WireGuard und eben allen anderen Interfaces. Könnte ich jetzt oben beim Server das genauso symmetrisch konfigurieren, dass sie sich beide sehen können? Ja. Man müsste eben schauen, dass die IP-Adressräume entsprechend gesetzt sind, dass das Routing funktioniert, aber ja, könnte man. Danke. So, und danke schön. Hi, danke für den Vortrag. Wo wir jetzt einmal hier sind, verstehe ich das richtig, dass in der Konfiguration die IP-Adressen statisch gesetzt werden? Ab einer gewissen Unternehmensgröße kann das ja eigentlich auch zu Problemen führen. Ja. Okay. An der Stelle ist es eben so, dass man auch Geräte managt. Also man managt keine User, sondern man managt Geräte. Aha. Und die Beispiele, die ich eben gebracht habe für die UIs zum Beispiel, die funktionieren teilweise auch als Self-Service-Portale. Das bedeutet, dass man da eine Authentifizierung braucht und dann können die User selbstständig ihre Geräte hinzufügen und entfernen. Und okay, danke. Ja. Und die zweite Frage ist, soweit ich habe vor 2 Wochen im Gespräch mitgekriegt, dass WireGuard wohl vom BSI für Kritis-Infrastrukturen nicht empfohlen ist. Weißt du da was zu? Wenn ja, nee. Warum? Habe ich nichts von mitbekommen. Okay. Okay. Gut, danke. Ich habe eine Frage, und zwar bei unserer, also von meiner Firma, die OpenVPN-Geschichte funktioniert mit 2-Faktor-Authentifizierung. Habe ich jetzt hier in dieser Oberfläche zum Durchklicken für User nicht gesehen. Gibt es das oder ist das? Es gibt so ein paar Erweiterungen. Mhm. In dem Protokoll selbst findet halt nie wirklich eine Passworteingabe statt. Und das heißt, und dadurch, dass es auch transparent funktioniert, ist es schwierig, das mit 2-Faktor zu machen. Es gibt Ansätze dafür, die auch funktionieren. Das sind meistens Systeme, die eben nochmal die auf WireGuard aufbauen und da nochmal andere Formen von Netzwerkautorisierungen reinbauen. Also es ist dann, man hat erst das WireGuard und dann authentifiziert man sich darüber über das WireGuard nochmal extra. Genau. Okay. So, Händchen nochmal hoch. Wo habe ich weiterzugehen? Dann gehen wir hier hin. Hallo, ich hätte eine Frage zu diesem Key-Austausch alle 2 Minuten. Wird der wegparallelisiert oder habe ich da eine kurze Verzögerung? Genau, der wird einfach wegparallelisiert. Die alte Session bleibt ja sogar noch länger als dieser Key-Austausch überhaupt verfügbar und wird verwendet. Das bedeutet, dass dieser Key-Austausch findet einfach nach 2 Minuten statt. Wenn er fertig ist, dann sind die neuen Keys da. Und die alte Session ist ja immer noch verfügbar, selbst wenn schon die neuen Keys überhaupt verwendet werden. Ach, das waren diese 3 Sessions? Genau. Okay. Es gibt immer so eine Current-Session, eine Past-Session, die am Anfang leer ist, aber nach 2 Minuten dann eben gefüllt wird. Und eine Future-Session. Und das heißt, wenn der Key-Austausch fertig ist, dann der passiert vollständig parallel dazu eben einfach. Okay, danke. Das ist ja für echt zeitkritisch wichtig. Ja. Ich habe OpenVPN bei mir im Einsatz und habe die Erfahrung gemacht, dass in manchen Netzen, zum Beispiel öffentliche Zug-WLANs, es über TCP besser funktioniert als über UDP. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit, ob das über WireGuard auch funktioniert, dass er auf UDP festgelegt zu sein scheint? Ich habe bis jetzt in Zug-WLANs keine Probleme mit WireGuard gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass einige öffentliche WLANs eventuell WireGuard einfach blockieren, weil die generell alles, was UDP ist, blockieren, weil die es irgendwie suspicious finden. Aber davon abgesehen ist halt die Tatsache einfach, dass also wenn ich eine TCP-basierte Anwendung über WireGuard kommunizieren lasse, dann habe ich ja immer noch TCP. Was halt unter Umständen gehen vielleicht sehr viele Handshakes verloren oder so, das kann ich mir vorstellen, aber das sollte. Aber wenn so viele Handshakes verloren gehen, frage ich mich, wie stabil dann die Anwendung überhaupt funktionieren könnte. Weitere Fragen? Hände hoch. Sieht nicht so aus. Ja, dann doch nochmal die Hände hoch für einen fetten Applaus, ne?